Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Mama und Stefan. Wir haben heute das schönste Herbstwetter. Die Sonne scheint, wir haben angenehme Temperaturen. So, einmal eine feste Pizza. Ich hoffe, da geht im Ofen eine. Ah. Wunderbar. Stefan hat gesagt, das geht in der Rand. Das ist immer das Beste. Findest du der Rand? Ja, freilich, weil das lustig ist. Ja. Und der schön stabil und der hängt halt durch. Unsere Werkzeuge. Aber ich glaube, wir müssen uns drehen, sonst sehen die ja gar nicht, was du machst. Naja. Einmal, dass wir es zeigen, wenigstens. Simone, das geht nicht. Du musst dich doch nur. Naja, dann bleibe ich gleich da hinten, dann sehen sie bloß meinen Rücken. Dann mache ich seitlich. Das funktioniert nicht. Und bitte ruhig halten, weil es will immer hin und nicht so seitlich, so seitlich. Jetzt bleib mal ruhig, weil sonst wird das nichts. Ich muss ja gescheit werden, ich muss mich darauf konzentrieren, weil alles, was man macht, sollte man eigentlich in Konzentration machen, damit das Ergebnis gut ausfällt. Weißt du das? Mhm. Man soll sich da auf die Haare konzentrieren und nicht hundertmal umeinander rücken. Jetzt will ich. Wuscht es keinen. Jetzt bleibst du mal bitte so, weil sonst ist das Ergebnis nicht schön. Weil vom Friseur kommst du ja auch nicht immer. Bitte Kopf runter. Da filme ich ja auch nicht beim Friseur. Naja. Naja, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren, dass ich das gerade mache. Das ist ganz wichtig. Und da kann man nicht umeinander wuckeln, weil die feinen Haare, die sind eh so kompliziert. Und dann hast du nur einen Wirbel, dann ist das auch wieder nicht so einfach. Ich glaube, ich habe nicht nur einen, gell? Ja, das wird jeder hat einen Wirbel. Entweder im Kopf oder in den Haaren. So, jetzt bist du mal. Bloß, dass ich sehe. Richtige Arbeit, da muss man sich konzentrieren. Einfach auf das Geschehene. Und falls jemand fragt, meine Mama ist keine Friseurin und hat es auch alle nicht Friseure, die gelernt. Ihren Senf dazugeben wollen, ich probiere halt das Beste. Es ist eine große Leidenschaft von meiner Mama, ja. Haare schneiden. Genau. Na, es gefällt mir, Friseurin. Sehr schön. Deswegen muss jetzt die ganze Familie und der Freundeskreis herhalten. Stefan, der lässt sich ja von mir auch immer schneiden. Ja, ich finde, bei Männern ist es nicht so tragisch. Naja, der hat. Kommt drauf an. Der hat dicke Haare, gell? Da sieht man es nicht. Mama hat mir einen neuen Haarschnitt verpasst. Nein, einen neuen Haarschnitt, weil es ist ein neuer Haarschnitt, der würde mich freuen, wenn das mal stattfinden würde. Das einfach mehrere, ich schneide nämlich mehrere ab, aber... Wenn es nach der Mama ginge, hätte ich die Haare da. Na, und wenn es nach vielen gesagt, von euch ginge, dann gesagt, auch. Ich weiß. Gesagt, bist so mal richtig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber
meine Haare. Und dann war das nämlich ein Schnitt, weil dann waren nämlich alle kurzen von oben in einer Länge. So sind, naja, ist egal. Naja, komm, ich habe kurze, die kommen hier raus. Ja. Dann müsstest du es da oben abschneiden. Aber ich finde trotz alledem, es sieht schon wieder nach was aus. Ja. Oder nicht? Ja, das sieht man dann hier, Simone. Man kann sie jetzt auch. Also ich sehe das auf jeden Fall. Ich sehe den Unterschied. Und den ganzen Schneideprozess seht ihr im Video morgen. Ich habe euch nämlich mitgenommen und da kommt dann das quasi fast komplette Haarschneidevideo. Jetzt können wir filmen. Auf geht's. Seid ihr schon drin? Das Wasser kommt. Ja, aber ich habe bloß durch die Linse schau. Und jetzt, wo ich hintritt. Jetzt bist du drüber. Ja. Jetzt muss ich noch was drunter. Dann. Was machst du? Auch die Sonne. Die freuen sich. Sieht man, glaube ich, nicht, dass der Berg davor. Da scheint hinten die Sonne so schön. Ja. Na, wegen euch. Schau, wie schön das aufreißt. Und auf Wiedersehen, die Zeit war schön mit dir. Jetzt sieht man die Schafe. Und die Burg, ja. Schön, die Abendsonne. Emmy, kleine Mausi. So süß. So süß, die Mausi. So, ich bin wieder daheim, wie man sieht. Und dieser Spiegel, der staubt so schnell ein. Heute trage ich übrigens die Kette von Happiness Boutique. Die letzten Tage hatte ich die andere. Ihr könnt noch bis zum 15. November meinen Rabattcode verwenden und 10% sparen. Alles unten in der Infobox verlinkt. Ich habe wieder eine gute Ausbeute gemacht für die Babys. Lottes Kraut, dann Giersch. Ich finde, der duftet so gut. Überhaupt die ganzen Kräuter, finde ich, duften sowas von lecker. Ganz viel von Lottes Kraut. Und ja, Löwenzahn noch und Schafgarbe und einige andere Sachen. Das bereite ich jetzt für die Babys vor, dann gibt es für mich Abendessen und ich werde heute Abend die Bachelorette schauen, habe ich beschlossen. Ich habe das irgendwie komplett vergessen, sonst hätte ich es wahrscheinlich gestern schon geschaut, aber irgendwie habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass sie ja jetzt läuft. Und ich habe es jetzt schon mal aufgerufen und ja, bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf.
bis morgen. Tschüss und eine schöne neue Woche wünsche ich euch. Tschüss.